Ja, ich denke, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland hat zwei Probleme. Das eine ist die fehlende politische Ausgewogenheit und das andere sind eben die hohen Kosten. Er verschwendet eben viel von unserem aller Geld, von unserem Beitragsgeld, das wir alle zahlen müssen. Die politische Unausgewogenheit, die sieht man, wenn man nur mit einem halben Auge nachts und zweimal hinschaut. Das ZDF gönnt sich zum Beispiel einen Komiker namens Böhmermann, der nach dem Motto agiert, links von mir ist nur die Wand. Wir haben ein ZDF-Kabarett, das heißt Heute-Show, das wird zusammengehalten vom Hass auf die FDP. Wir haben ein Jugendprogramm namens Funk, das ist verfilmte Antifa. Und wir haben jede Menge Tagesthemen-Kommentare, die man offenbar mit Lachen nur bei den Grünen gerne anhört. Was haben wir dafür aber? Wir haben jede Menge Sender ARD und wir haben parallel noch ein ZDF. Und ich bin der Meinung, wenn es das ZDF nicht gäbe, würde es heute niemand erfinden. Sparen wir uns diese 2 Milliarden, machen wir bei der Verschwendung einen harten Cut und sparen wir uns das ZDF.